Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio zu unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags offen und frei die Sendung für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Günther. Und Günther ist 57. Hallo Günther. Ja, hallo Domian. Hallo Günther. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, wir haben vor ungefähr 10 Jahren mal miteinander geredet. Ah, du nimmst Bezug auf unsere gestrige Sendung. Ja, genau. Vor und 10 Jahren haben wir miteinander geredet. Ich hatte damals das Problem, was auch heute noch mein Problem ist, meine damalige Frau, die war in einer Sekte, Zeugen Jehovas. Ja. Und das war so ziemlich am Ende meiner Ehe und da hatte ich dich um Rat gefragt. Du hast auch danach noch eine Sendung gemacht und am Ende unseres Gesprächs hattest du mir viel Kraft gewünscht. Leider hat diese Kraft nicht ausgereicht. Ich habe meine Familie nicht retten können aus dieser Sekte. Meine Frau ist auch heute noch drin, meine beiden Kinder sind auch drin gewesen. Mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile 18, der war damals 8. Lass uns nochmal zurückgehen, Günther, das ist jetzt 10 Jahre her. Ich kann mich grob an den Anruf erinnern, aber natürlich nicht mehr an die Details. Ja, okay. Wie war das damals? Wieso war deine Frau plötzlich umgeschwenkt oder interessiert gewesen in Sachen Zeugen Jehovas? Ja, ich denke mal, es hat mehrere Gründe vielleicht. Sie war also einmal katholisch gewesen. Mit diesem Glauben, da haben wir oft drüber gesprochen, da war sie nicht so zufrieden. Wie lange wart ihr denn verheiratet gewesen damals? Damals waren wir 12 Jahre. 12 Jahre. Ihr habt eine normale Ehe geführt? Kinder und sie war katholisch. Und sie war katholisch und ich muss sagen, ich war beruflich stark engagiert, war oft nicht zu Hause. Ja, und sie war unzufrieden mit der katholischen Kirche, mit der katholischen Lehre? Richtig, und dann kamen die Zeugen Jehovas. Ich habe mir das auch am Anfang angeschaut, hatte aber keine Informationen. Und dann kam ich dahinter, dass das doch eine schlimme Sekte ist von Nachbarn, die sagt mir das. Und da habe ich gesagt, hier, hör mal zu, das Buch hier musst du mal lesen, das ist total der falsche Weg. Aber da war sie schon so tief drin und ist nicht mehr raus. Wie ist sie denn damals in Kontakt gekommen? Durch solche Hausbesuche von den Zeugen Jehovas? Ganz genau, durch solche Hausbesuche. Ah ja, und hat sich dann überzeugen lassen. Da und da kam sie rein. Und das Interessante ist, nach unserem Gespräch von uns beiden, da rief mich am anderen Tag ein ehemaliger Arbeitskollege an und hat mir eine Kontaktadresse von einem Verein in Leverkusen, das ist der Kids e.V., Kinder in destruktiven Sekten gegeben. Und da bin ich dann hingegangen und dieser Verein, muss ich sagen, der hat mir sehr gut geholfen, über alles hinwegzukommen, hat mir Informationsmaterial gegeben und dann ist auch viel passiert danach. Ich habe selbst einen Verein gegründet hier in Willig zur Aufklärung von Sekten. Ich habe Vorträge gehalten. Wir hatten Lokalpolitiker in diesem Verein. Alles motiviert durch deine schlimme eigene Erfahrung. Richtig, das war für mich auch psychologisch, denke ich, auch mal so eine Ablenkung. Wie viele Kinder hattet ihr? Zwei. Wie alt waren die? Du sagst, das eine Kind war 8 Jahre alt damals? Ja, und die Tochter war 6. Und die war 6. Und die Mutter hat dich verlassen mitsamt der Kinder? Nein, sie ist geblieben. Ich habe es am Ende nervlich nicht mehr ausgehalten. Mein Hausarzt hat mich auch zu einem Neurologen und Psychologen geschickt. Ja. Und er sagt zu mir, ich solle ausziehen, ich würde das sonst nicht durchhalten. Ah ja. Das heißt aber, deine ehemalige Frau ist mit ihren Kindern zusammengeblieben. Richtig. Und die Kinder sind mit in die Sekte aufgenommen worden. Ja, ja. Hast du denn im Laufe dieser Jahre, der vergangenen 10 Jahre, zumindest Kontakt zu deinen Kindern gehabt? Ja, also ich muss sagen, am Anfang war es sehr heftig und sehr zerstritten alles.
Aber mittlerweile ist das so, wir haben ein gutes Verhältnis. Ich habe akzeptiert, dass ich dass die Ehe kaputt ist, das Haus verkauft ist, es ist alles in den Bach runtergegangen. Ich habe auch akzeptiert, dass ich sie nicht mehr rausholen kann. Redet ihr denn noch miteinander? Wir reden miteinander, wir besuchen auch, wir haben ein gutes Verhältnis mittlerweile. Also du und deine Ex-Frau? Ich und meine Ex-Frau. Und was ist mit den Kindern? Mit meinen Kindern ein gutes Verhältnis. Ja. Nun sind die Kinder ja schon in einem... Über die Sekte, das ist tabu, das Thema. Ach, das ist tabu. Da redest du auch nicht mit den Kindern drüber? Nein, nein. Es gibt manchmal... Gelegenheiten, wo ich sage, ja, komm doch mal, oder da hatten wir jetzt irgendwie sowas, die Tochter hatte Schulentlassung gehabt und da war vorher ein Gottesdienst. Da habe ich gesagt, ja, komm doch mit in den Gottesdienst. Und da wurde meine Tochter schon, sagte, du weißt, dass ich das nicht mache, das ist nicht mein Glauben. Und das ist dann also alles sehr, man kann darüber nicht reden. Ja. Nun sind die Kinder ja noch nach wie vor noch relativ jung. Das kann sich ja sein, das kann ja sein, dass sich da noch was verändert. Richtig, mein Sohn ist auch rausgegangen. Er ist nicht mehr drin, er hat jetzt seine Freundin. Das ist ja auch bei den Zeugen Jehovas verboten, sagen wir mal, vorehelicher Geschlechtsverkehr zu haben. Aber ich denke mal, das hat er, ja, und so wie ich die beiden sehe. Und mein Sohn ist total draußen. Er geht auf Rockkonzerte und so. Und er hat sich ganz toll entwickelt, ja. Und meine Tochter ist sehr eingeschüchtert und ist noch da drin. Und ich hoffe, dass sie wird die Schule jetzt auch wechseln. Sie wird eine weiterführende Schule ab August besuchen. Und ich hoffe, dass sie andere Leute kennenlernt oder dass sie vom Denken her die Kritikkeit wieder bekommt, die ihr ja in der Sekte abhanden gekommen ist. Hast du denn, entschuldigt, wenn ich immer zu husten musste, ich habe irgendwas Allergisches im Hals im Moment und deswegen ist die Stimme nicht so gut. Ich bitte es zu entschuldigen. Gib doch mal einen Schluck. Ja, es nutzt aber nichts. Ich muss jetzt da irgendwie durch. Günther, wenn du jetzt, du hast dann viele Jahre gekämpft, ne? So kann man das ja sagen, Aufklärungsarbeit betrieben, dich für die Sache eingesetzt und dich dafür interessiert. Wie stehst du dem Ganzen jetzt relativ gelassen gegenüber und sagst, na gut, das ist halt auch eine Glaubensgemeinschaft? Nein, also es ist ein Irrglaube, wie alle Sekten. Ich habe mich sehr tief damit beschäftigt und ich sage dir eins, Domian, im Nachhinein sage ich, ich bin dadurch durch diese ganze Geschichte reifer geworden. Ich habe mir Gedanken gemacht über Dinge, da hätte ich mir sonst nie Gedanken drüber gemacht, über was ein Mensch alles fähig ist, andere Menschen zu beeinflussen oder auch sich selbst beeinflussen zu lassen. Ja, ja. Es ist nicht nur in einer Sekte so, auch politisch und auf... Es ist überall. Und überall. Definitiv, ja. Definitiv. Ich finde es wirklich auch, darüber haben wir damals mit Sicherheit auch gesprochen, auch erschreckend, wenn man mit jemandem so lange zusammen war und derjenige geht dann, obwohl er noch an deiner Seite war, obwohl sie noch an deiner Seite war, dann in so eine ganz andere Richtung, die du überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Ja, aber das ist irgendwo, ich sage immer, das ist eine partielle Geisteskrankheit, die man hat. Da ist im Kopf irgendwo die Kritikfähigkeit ausgeschaltet, ja, und da ist etwas an oberster Stelle gesetzt und das ist eben die Aussicht auf das Paradies und also, ich bin, das wisst ihr ja auch, ein vehementer Gegner der Zeugen Jehovas. Ja, ich weiß. Aber wir wollen jetzt das Wort Geisteskrankheit mal rausnehmen. Das ist mir jetzt eine Nummer zu hart. Ich bin absolut auf deiner Seite, was die inhaltliche Kritik anbelangt. Und ich habe ja auch gesagt, partielle Geisteskrankheit, in Bezug auf Manipulation. Günther, hast du denn jetzt in dieser Zeit eine neue Partnerin gefunden? Ich habe eine Partnerin gehabt über mehrere Jahre, aber wir haben nicht zusammengepasst und ich bin im Moment Single. So, dann freue ich mich auch sehr, dass du dich hier bei mir gemeldet hast, um eine Rückmeldung zu geben. Das liegt ja nun auch sehr lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Es gab dramatische Zeiten, aber wie du dich jetzt anhörst, bist du ja mit deinem Leben jetzt so, bist du mit dir im Reinen. Ja, ich bin seelisch Gott sei Dank wieder gefestigt. Ja, und das ist wichtig und gut. Bin mit meinen Kindern habe ich ein gutes Verhältnis, auch mit... Und meine Frau wird nie mein Freund werden, aber sie ist die Mutter meiner Kinder. Wir kommen gut miteinander aus. Ja. Wir helfen uns auch gegenseitig. Also es ist ein gutes Verhältnis geworden. Ich akzeptiere es einfach. Ja.
Ja. Aber mehr kann ich nicht machen. Und ich kann nur hoffen, dass meine Tochter rauskommt. Mhm. Ja. Das hoffe ich auch. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Günther. Und darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Könnte ich auch, so wie die vielen anderen, ein Autogramm von dir haben? Ja, natürlich, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, und ich muss dir ein Kompliment machen. Du beschäftigst dich mit so vielen Dingen in deiner Sendung und ich habe festgestellt, dass du vielen Leuten geholfen hast und hilfst und irgendwo bist du reif für das Bundesverdienstkreuz. Ich habe es Gott sei Dank schon bekommen. Ne? Das hat mich, das ja, wusste ich gar nicht. Ja, vor einigen Jahren, das hat mich sehr gefreut. Ja. Oh ja, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön, Günther. Mein Lieber, alles Gute dir und deinen Lieben von Herzen. Alles Gute. Ich bedanke mich. Schön, dass wir nochmal haben sprechen können. Und noch ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist Edith. Edith ist 54. Guten Morgen, Edith. Ja, hallo Domian. Hallo, guten Edith. Morgen. Um was geht's bei dir, Edith? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Partner. Mhm. Ich bin jetzt ziemlich aufgeregt. Sag einfach mal so ein paar Stichworte. Oder fangen wir mal so an, wie lange bist du mit deinem Partner schon zusammen? Ja, fast 10 Jahre jetzt. 10 Jahre. Mhm. Mhm. Und was sind so die Hauptprobleme, wenn du... Das Hauptproblem ist, dass ich das Gefühl habe, er belügt mich. Wie lange hast du das Gefühl schon? Dass er in Swingerclubs und ja, solchen Clubs geht. Das Gefühl hast du? Ja, ich weiß es. Ich finde immer Zettel oder Telefonnummern oder irgendwelche Anfahrtspläne zu solchen Treffs. Ja. Er hat auch schon mal gesagt, er ist früher dahin gegangen, aber er geht jetzt schon lange nicht mehr dahin. Aber ich also du hast ihn konfrontiert mit dem, was du gefunden hast? Und hast ihm mit deinen Vermutungen, hast ihm die Vermutungen auch hingelegt? Ja. Und das streitet er dann ab? Er hat gesagt, früher ist er dahin gegangen. Was heißt denn früher? Ja, vor unserer Zeit. Und von der Zeit stammen noch die Zettel in der Tasche? Nee, das ist alles neu. Wie rechtfertigt er das, dass die Zettel neu sind? Nee, da habe ich ihn jetzt nicht mehr drauf angesprochen. Er hat gesagt, das Thema ist erledigt. Mhm. Er geht da nicht mehr hin und er möchte darüber nicht mehr diskutieren. Wie lange hast du den Eindruck denn schon, dass er dich belügt? Ja, schon bestimmt 2-3 Jahre. 2-3 Jahre. Und wie oft hast du solche Indizien gefunden, solche Zettel? Immer wieder vielleicht. Jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig. Was sind das denn überhaupt für Zettel? Entweder sind es Visitenkarten von irgendwelchen Clubs oder... Gut, die kann man ja irgendwie auch zugesteckt bekommen in der Kneipe. Nee, es steht dann hinten drauf auch meistens ein Gutschein für den und den Tag oder irgendeine Bemerkung, dass er an dem und dem Tag wiederkommen soll und er verwendet ja dann auch nicht seinen Namen, sondern er nennt sich dann anders. Also aufgrund der Dinge, die du da gefunden hast, kannst du hundertprozentig sagen, dass er dann auch da war. Nicht, dass er das irgendwie als Werbematerial irgendwo bekommen hat. Nee. Ich habe ihn ja auch mal darauf angesprochen, wieso er sich diese Anfahrtspläne ausdruckt. Dann sagt er ja nur so. Was für Pläne? Anfahrtspläne. Für verschiedenen Clubs. Ach so, das macht er auch. Ja, ja. Und dann sagt er nur so. Nur so. Na super. Wie ist denn eure Atmosphäre überhaupt so zwischen euch miteinander? Ja, im Grund genommen, also jetzt, wenn dieses Thema ausgegrenzt ist, verstehen wir uns absolut super. Mhm. Also wir haben die gleichen Interessen, es passt einfach. Es hat natürlich total viele Haken, die Beziehung. Er ist verheiratet, seine Frau lebt auch mit einem anderen Mann zusammen. Ach so. Wir haben auch ein gutes Verhältnis, wir fahren zusammen in Urlaub. Ach, du hast ein gutes Verhältnis zu seiner Frau und deren Partner? Ja. Ja, das ist dann auch gut, wenn das so geregelt ist. Ja, also das ist kein Problem für mich. Ich weiß auch, warum sie sich nicht scheiden lassen und das hat finanzielle Gründe. Ja. Wie ist die Sexualität zwischen euch beiden? Haben wir nicht mehr. Habt ihr nicht mehr? Mm-mm. Seit wann nicht mehr? Seit 4 Jahren nicht mehr. Warum? Er sagt, er ist impotent. Hm. Ja, er kauft jedes Mal, wenn wir wir fahren 2-3 Mal im Jahr in Urlaub nach Spanien. Und da kauft er sich dann jedes Mal unheimlich viele, so diese Potenzmittel. Also nicht Viagra, er kauft sich das von Bayer. Und die werden halt dann immer weniger.
Also scheint er die auch zu benutzen. Ach so, die kauft er nicht, um dann mit dir mal Sex zu haben? Nein. Woher weißt du, dass er die kauft? Ja, wie schon gesagt, er ist sehr unordentlich. Und du findest die Sachen. Er versteckt nichts oder verbirgt nichts. Das finde ich dann einfach beim Aufräumen oder wenn ich mal irgendwas suche. Verstehe. Und warum kauft er die, bevor ihr in Urlaub fahrt? Nee, im Urlaub kauft er die, weil die ja da billiger sind als so. In Deutschland. Ja, ja. Ach so, verstehe. Mhm. Und dann werden die immer weniger, die Dinger? Ja. Das heißt, er konsumiert die. Fragt man sich jetzt nur, in welchem Zusammenhang konsumiert er die? Ja. Um damit dadurch zu onanieren oder ist er da dann unterwegs in irgendwelchen Clubs? Ja, ich denke, weil es ist einfach auch viel Zeit, wo er weg ist, die nicht erklärbar ist. Mhm. Er fragt mich sogar immer, darf ich mit meinen Arbeitskollegen weggehen? Mhm. Und das ist dann schon immer ganz komisch. Mhm. Hast du ihn immer angesprochen auf diese Pillen, auf die Medikamente? Ja, er hat gesagt, er kauft die für mich. Wie, die kauft er für dich? Also er kauft die, damit er mit mir Sex haben kann. Ja, aber ihr habt doch keinen Sex mehr. Nee, wir haben keinen. Und er kauft die jedes Jahr? Ja, der kauft im Jahr garantiert 20 Packungen. Aber Edith, ich verstehe nicht, dass du da so still bist. Dass du dich damit abspeisen lässt, die kaufe ich für dich und ihr habt seit 4 Jahren keinen Sex mehr miteinander. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, er will nicht drüber sprechen. Ja, aber der muss drüber sprechen, Mensch. Er ist Japaner. Ja. Aha. Und über Gefühle sprechen ja Japaner sehr wenig. Ich kenne mich da nicht so aus mit Japanern. Ja, ich habe mir Bücher gekauft und im Internet. Also kommt da so eine Mentalitätsproblematik auch noch hinzu? Wahrscheinlich. Mhm. Wie lange lebt er denn schon in Deutschland? Er ist seit 74 schon in Deutschland. Gut, dann sollte er auch so ein bisschen unsere Geflogenheiten angenommen haben, zumindest ja. Was offene Worte anbelangt. Ja. Oder dass wir das hier zumindest... Aber das hat seine Frau auch. Er kann damit nicht umgehen. Mhm. Auch mit Problemen nicht. Wenn ich Probleme habe, dann kriegt er die Krise, weil er das nicht verkraftet. Weißt du, Mentalitätseigenarten hin, Mentalitätseigenarten her. Wenn es um die Wahrheit geht, ist mir die Mentalität relativ wurscht oder wo jemand herkommt. Ich finde, wenn er dir da zu viel Lügen zumutet, was heißt zu viel, wenn er dir Lügen zumutet, wenn er dich abspeist mit seltsamen Bemerkungen, dann hast du das Recht, ob er nur Japaner ist oder nicht Japaner, hast du das Recht, da klare Antworten einzuklagen. Ja, aber ich habe einzufordern. Ich habe dann die Angst, dass er sagt ja, er ist ein freier Mensch, er kann machen, was er will. Und er hat auch schon mal gesagt, wenn ich mit der Situation nicht klarkomme, dann ist das ein Problem von mir und dann ach so, der kann sein, dass die Beziehung. Der pokert ganz cool. Der sagt, wenn du das nicht so, wenn du mich in Ruhe lässt, bin ich weg. Ja, so ähnlich. Aber wie lebt es sich denn damit? Da kommt man sich doch auch ganz klein und mickrig vor, wenn jemand einem sowas vor die Füße wirft, so ein Satz. Naja. Das ist ja das. Das spricht nicht für sehr viel Respekt vor dir. Doch, hat er teilweise schon. Teilweise schon, aber dieser Satz. Er ist irgendwie so eine Persönlichkeit mit. Also, es sind zwei Persönlichkeiten eigentlich. Hm. Ja, gut. Er ist irgendwie so. Viele Leute, die merkwürdig sind, haben auch noch eine gute Seite. Ja, er tut unheimlich viel für mich. Also. Aber entscheidend ist ja die Frage: leidest du? Oder hast du das Gefühl der Bedrückung? Und das hast du ja. Ja, wegen der Belügung. Wegen der Lügerei. Wenn ich sagen würde, ich brauche das, ich muss das haben und ich wüsste Bescheid, das könnte ich sogar akzeptieren. So, das ist doch ein Wort. Dann sag ihm das doch mal. Das habe ich ihm gesagt. Das hast du ihm gesagt. Aber er sagt, er sagt immer wieder, er möchte nicht drüber reden, das ist ihm zu peinlich und dann ist das einfach erledigt. Und dann aber dann sagst du, ich möchte darüber reden, dass ich von dir belogen werde. So, und jetzt steht ihr beiden gegenüber. Dann muss es irgendwie weitergehen. Nee, da bricht er dann ab, das gibt keine Diskussion. Mhm. Und ja, aber das lässt du auch mit dir machen, Edith. Du lässt es, der weiß, dass er es mit dir machen kann. Dass du dann doch zurückschreckst und dich fügst. Und das finde ich in dem Fall wirklich nicht in Ordnung. Ich finde das ja eine ganz große Geste von dir, wenn du sagst, okay, wenn du das so möchtest, dann mach es, aber sag mir die Wahrheit. Hast du denn keine Bedürfnisse nach Sexualität mehr? Nee. Nicht mehr? Nee, hatte ich noch nie.
Hattest du noch nie? Wie kommt das? Ja, das ist eine andere Sache. Eine andere, sehr schlimme Sache? Ja. Möchtest du nicht darüber sprechen? Nee, das betrifft meinen Vater und mein Vater ist tot und das ist erledigt, eigentlich das Thema. Ich habe ja auch einen Therapeuten, ich bin in ambulanter Therapie momentan. Ich gehe auch im Herbst wahrscheinlich wieder in die Klinik, weil ich ja ziemlich Depressionen habe und wahnsinnig viel Tabletten zurzeit wieder nehme. Da muss ich wieder wegkommen von. Aber weißt du, Edith, das sagt mir jetzt, das zeigt mir ja auch, dass du in einer unglücklichen Gefühlslage lebst im Moment, die sicherlich auch verursacht ist, sicher durch viele andere Dinge auch noch, aber auch dadurch verursacht ist, dass dein Partner sich dir gegenüber nicht ehrlich verhält. Ja, ich sitze immer so, ich habe immer das Gefühl, ich sitze auf dem Schleudersitz und ich weiß dann nicht, wohin. Ich bin wegen eben nach Köln gekommen. Ich komme ja aus Bayern und bin wegen ihm nach Köln gezogen, habe alles aufgegeben und ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wüsste nicht, wo ich hin soll. Das ist natürlich eine missliche Situation. Wann gehst du jetzt wieder in eine Therapie, sagst du gerade? Also ambulant gehe ich jede Woche. Gehst du jede Woche? Hast du diese Thematik mit deinem Ehemann in der Therapie auch schon besprochen? Mit meinem Partner jetzt. Ja? Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Er war auch schon mal dabei. Aha. Und er hat genau das Gleiche dem Therapeuten erzählt, dass er früher da mal hingegangen ist und jetzt nicht mehr geht. Und ich habe auch gesagt, du hast die Chance, sag die Wahrheit. Ich kann damit klarkommen, wenn du dahin gehst, aber ich komm nicht damit klar, wenn ich belogen werde. Reagiert aber gar nicht weiter drauf. Nee, er sagt, er geht da nicht mehr hin. Also ein hartnäckiger, schwieriger Fall, finde ich. Ich finde, das ist schon sehr kompliziert, das erahne ich schon bei dir, dass das nicht so einfach ist, dass du zack, zack sagst, so oder so und ich bin weg. Aber die Linie muss so perspektivisch für dich sein, dass du es nicht dulden darfst, dass du belogen wirst. Wie du diese. Ich habe es ihm ja gesagt, das ist für mich das Schlimmste, belogen zu werden. Ja, ich kann aber viel verkraften, aber. Nein, die Frage ist natürlich, wie wirst du stabil, dass du auch konsequent handeln kannst? Im Moment bist du ja nicht stabil genug. Nee. Jetzt sind ja schon ganz gute Sachen da bei dir im Gange, die dir sicher helfen können. Ja, es ging auch jetzt ganz lange Zeit sehr gut. Ich habe viele Sachen schon umsetzen können, wie kann ich bestimmte Situationen besser verkraften, wie kann ich Alternativen finden und so. Ich glaube, dass wir jetzt hier im Rahmen dieses Interviews hier in der Sendung an unsere Grenzen gestoßen sind, Edith. Ich habe dir so grob gesagt, dass ich finde, dass du das für dich so entwickeln musst, dass das nicht mehr stattfinden darf. Weiß aber, dass das alles kompliziert ist zu realisieren. Ja. Ich möchte gerne jetzt an meine Psychologin weitergeben, die das Gespräch mitgehört hat. Die dann auch noch besser einschätzen kann, wie weit du in der Therapie bist und was da noch geplant ist und so weiter. Dann könnt ihr da fachkundig drüber sprechen. Ja. Dann möchte ich dich bitten aufzulegen und meine Psychologin Magdalena, die ruft dich jetzt gleich an. Ja, gut. Ja? Gut, okay. Von Herzen alles Gute und viel Kraft, liebe Edith. Ja, vielen Dank und für dich alles Gute. Dankeschön, Edith. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, zwischendurch mal ein Hinweis auf unsere, sondern auf die hervorragend gestalteten Fanseiten dieser Sendung, nämlich www.nachtlager.de. Da ist eine ganze Menge über uns zu finden und der Gordon, der diese Seiten verwaltet und betreut, macht das wirklich mit sehr großer Sorgfalt und mit sehr viel Liebe. Also guckt da mal rein, www.nachtlager.de. Weiter geht's mit dem Sascha. Sascha ist 20 Jahre alt. Hallo Sascha. Hallo Dorian. Was ist los bei dir? Also bei mir geht's darum, ich leide unter einem extrem stark ausgeprägten Waschzwang. Wasch- und Gedankenzwang. Also das hat mit dem Waschzwang angefangen. Was? Gedankenzwang? Ja, also ich erkläre erstmal grob, dann komme ich darauf zurück. Okay. Also ich habe praktisch die Phobie, also ich kann praktisch das verseuchteste Gebäude zum Beispiel sind Krankenhäuser für mich. Das ist das Schlimmste und alles, was damit zu tun hat. Das heißt, diese Orte, den kann ich nicht betreten.
Wenn man Zwang dann sagt, dieser Ort ist verseucht, dann löst dann diese Panikattacken, diese Zwangspanikattacken aus. Wenn du jetzt in ein Krankenhaus gehen müsstest, was würde da mit dir passieren? Ja, ich kann mir eigentlich kein Szenario vorstellen, dass ich jemals freiwillig in irgendein Krankenhaus gehe, weil da müsste ich schon auf der Straße angefahren werden, im Koma liegen. Mhm. Also freiwillig würde ich nicht ins Krankenhaus gehen. Also die Vorstellung ist für dich abgrundtief furchtbar. Ja. Ja. Mhm. Ja, und wenn ich dann, also das ist praktisch das verseuchte mein Medium, was, also jeder Zwangskrank hat natürlich, also in der Regel ein Medium, was, es gibt Leute, die müssen zählen, die müssen tausendmal die Türen zumachen. Mhm. Und ich frage praktisch, dieses Gebäude ist für mich, ich weiß, ich kann mir auch keinen Grund erklären, ich habe auch keine schlechten Erfahrungen da gemacht im Krankenhaus. Mhm. Aber es hat eigentlich so, einfach so entstanden. Das fing an mit Schule, mhm, wo ich noch zur Schule gegangen bin, und jetzt, wo die Schule zu Ende war, weil ich jetzt bin 2-3 Jahre aus der Schule raus, mhm, dann ging es weg. Ich habe sogar meinen Schulabschluss jetzt nachgeholt auf der Volksschule. Achso, du hast das früher, was heute das Krankenhaus für dich ist, war früher die Schule. Ja, richtig. Aber da musstest du ja dann hingehen. Ja, und deswegen, weil ich da jeden Tag hin musste, mhm, konnte der Zwang sich gar nicht so hochpegeln. Mhm. Jetzt ist der viel schlimmer. Mhm. Also da wusste ich, okay, ich beginne Schule, bin verseucht, gehe nach Hause duschen und mache dann normales Leben. Das war's. Mhm. Und dann ging das mit der Schule weg, fing mit Krankenhäusern an. Jetzt ist das so schlimm, dass ich noch nicht mal mehr einen Krankenwagen auf der Straße sehen kann. Mhm. Abgesehen von dem Krankenhaus und dem Krankenwagen, wäschst du dir so auch oft die Hände? Ja, regelmäßig. Also meine Hände sind ganz rot gewaschen, weil... Wie oft wäschst du dir die Hände? Ja, 6-7 Mal die Stunde bestimmt. Und wie lange dann jeweils? Ja, kommt drauf an, ob ich jetzt direkt was berührt habe, was verseucht ist. Also ja, normal die Hände, aber wenn ich jetzt irgendwas auch am Ärmel mal irgendwo dran geschliffen bin, was in meinen Augen verseucht ist, dann muss ich natürlich viel extremer waschen. Mhm. Machst du beruflich irgendetwas? Nee, leider nicht. Das ist mir kaum noch möglich. Das heißt, du hängst viel zu Hause rum? Ja, also ich hatte zum Beispiel die Schule, da ging das weg und dann konnte ich zur Schule gehen. Hab meinen Schulabschluss nachgeholt, davor hatte ich gar keinen. Mhm. Und von da aus wollte ich dann weitermachen, noch einen weiteren Schulabschluss, einen Realschulabschluss machen. Mhm. Aber allein der Weg dahin, das war so ungefähr 16 Kilometer weg, die Schule, war dann nicht mehr möglich, weil ich auf dem Weg dahin meistens den Krankenwagen gesehen habe, gehört habe oder irgendwie mit dem Thema, dass ich dann so verseucht praktisch war im Kopf, mhm, dass ich mich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren musste. Du sagst immer verseucht, das ist für dich ein... Also der Körper ist dann für dich verseucht, wenn du in Kontakt mit beispielsweise mit einem Krankenhaus kämst oder mit einem Krankenwagen. Ja. Mhm. Die Gedanken, also ich weiß schon, dass mir nichts passiert ist, wenn man mich da mit Gewalt irgendwie hinbringen könnte. Mhm. Aber ich kann mich halt nicht, dann kommen halt diese Stresssymptome hoch und diese Art von Ungeradheit, dieses wieder ins Gleichgewicht, das loszubringen. Da muss ich dann gewisse Gedankengänge auch wieder machen, um das ins Reine zu bringen. Also, naja, mit Logik kann man da nicht rangehen, das schafft man nicht. Logisch sagst du dir, da sind natürlich, da ist nichts und das ist sauber, aber darum geht es ja gar nicht, um Logik. Ja. Wie lebst du? Was machst du den ganzen Tag? Ja, ich sitze zu Hause, ich gehe noch eigentlich regelmäßig, also ich bin jetzt nicht, dass ich mich den ganzen Tag hier einbarrikadiere. Also ich gehe schon noch regelmäßig einkaufen, ich bemühe mich auch um Arbeit, ist nur halt schwierig mit dem Hauptschulabschluss. Mhm. Aber du lebst alleine in einer Wohnung? Ich wohne alleine, ja. Ja. Hast du noch Freunde? Ja, ich habe eigentlich gute Freunde. Also die Besten wissen es auch. Ja. Und kannst du denn mit denen schon mal so, weiß ich, in eine Kneipe gehen? Geht das? Ja, klar, das geht. Das geht. Wobei ich dann auch schon hoffe, nicht am Weg dahin keinen Krankenwagen zu sehen, weil sonst würde ich wahrscheinlich mittendrin, wenn wir in der Kneipe sind, Leute, ich gehe mal kurz Zigaretten holen, wird dann irgendwo mich ein stilles Action lassen, erstmal eine halbe Stunde wieder Gedankenrituale ausführen und wieder ins Reihe, um dann den Abend weiter fortzusetzen. Mhm. Ist es auch schon schlimm, wenn du nur einen Krankenwagen hörst, also diese Sirene? Ja. Ja. Lebst du in einer Stadt? Ja, relativ große Stadt. Das heißt, da passiert es ja immer wieder mal, dass man einen Krankenwagen hört. Auch teilweise ist es immer besonders ärgerlich, wenn ich einen Krankenwagen gesehen habe, ist das Schlimmste. Da muss ich 1,5 Stunden dauern, damit die Reinigung bestimmt. Und dann kommt auch schon mal innerhalb der Reinigung vor, dass ich dann wieder was höre und wieder neu anfange. Mhm. Was heißt, wenn du sagst, die Reinigungen, die wirklich körperlichen Reinigungen oder so gedankliche Übungen, die du da vollziehst? Ja, das kommt ganz drauf an, wenn ich was berühre. Das kommt ja eigentlich eher seltener vor, weil man kann das ja halbwegs im Griff bewahren. Und dann nehmen wir an, du siehst wirklich auf der Straße plötzlich, fährt ganz nah an dir vorbei ein Krankenwagen. Ja. So, beschreib mir mal, was du dann danach tust. Also dann steht erstmal unheimlicher Stress in mir, mein Blutdruck steigt an, aber nein, jetzt bin ich praktisch wieder in der schlimmsten Phase der Verseuchung und dann fange ich an schon mal mit Gedanken, ruhig mit Gedankengängen wieder das zurückzuarbeiten. Was sind das für Gedankengänge? Ja, das kann man schwer in Worte fassen, das sind Ritualien, wie ich mir
praktisch das versuche, wieder aus meinem Kopf zurückzudenken, alles mhm. rückgängig zu machen, wieder rauszukriegen. Also wenn du von Reinigung sprichst, ist das symbolisch gemeint, durch Gedanken? Gedanken, ja. Mhm. Wie lange brauchst du dann, um wieder so ein bisschen im Lot zu sein? Also das Schlimmste, wie du gerade gesagt hast, ist, wenn ein Krankenwagen mehr vorbeifährt, das dauert dann bis zu 1,5 Stunden. Mhm. Und das kommt oft vor, das reicht ja auch schon, wenn ich über die Straße laufe und dann läuft einer mit dem Arm, mit einem Gips am Arm rum. Achso, alles was irgendwie wie ist es, Apotheke? Kannst du in eine Apotheke gehen? Nee. Auch nicht. Das ist auch, ich kann auch schon schlecht daran vorbeilaufen. Also ich weiß, ich vermeide diese Apotheken. Wenn ich weiß, ich muss daran vorbei unbedingt, da kommt eine Apotheke, dann wechsle ich die Straßenseite. Mhm. Könntest du denn zu einem normalen Hausarzt gehen? Nee, auch nicht. Aber was machst du, wenn du mal irgendwas hast? Bisher hattest du nichts? Ja, ich hoffe, dass ich bisher mal Glück habe. Ich bin ja zum Beispiel jetzt letzten Samstag in eine Scherbe getreten. Ja. Da war dann auch eine kleine Wunde, habe ich mir selber den Nagel rausgezogen, das Schnitt, der ist jetzt angeschwollen, weil ich die ganze Zeit immer humpel. Hm. Aber da hoffe ich auch, dass da weiter nichts dran war. Wie ist es mit Zahnarzt? Zahnarzt, nur mit, wenn ich mich da wirklich intensiv drauf vorbereite, also ich gehe wirklich nur, wenn ich dann Zahnschmerzen habe, wirklich ganz dringend intensiv. Hm. Also da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen, wenn ich mir dann irgendwie... Also letztendlich eine Situation, die auf jeden Fall nicht haltbar ist und nicht so weitergehen kann, Sascha. Ja. Du bist 20 Jahre alt, wenn das so weitergeht, bist du in ein paar Jahren ein komplett isolierter Mensch. Ich weiß. Ich weiß, dass die Art von Zwangserkrankungen natürlich oftmals sich immer mehr verdichten und schlimmer werden, ja, und auch überspringen auf andere Gebiete. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, was du zwanghaft dann zu Hause in der Wohnung machst? Ja, zum Beispiel, ich habe auch, wenn ich zum Beispiel manche Besuch habe, also zum Beispiel meine Türklingel oder so, würde ich niemals so anfassen. Da liegen hier dann von mir vor der Tür 1000 Papierschnipsel. Mhm. Weil ich mir einen Papierschnipsel in die Tür nochmal aufmache. Mhm. Wenn ich von draußen reinkomme, die Tür aufschließe, muss ich sofort meine Hände waschen. Mhm. Intensiv die Hände waschen, weil der Schlüssel war ja schon in dem Schlüsselloch, wo auch andere Leute ihre Schlüssel reingesteckt haben vom Vermietshaus. Mhm. Also, wie du das jetzt schilderst. Ist das eine klassische Zwangserkrankung, die, ja, für die Psychologen, für gute Therapeuten, eine durchaus therapierbare Erkrankung ist, wenn man früh damit anfängt? Und ich glaube, deine Chance besteht darin, dass du so jung bist und dass du das eben noch nicht 10 Jahre hast oder 20 Jahre oder noch länger. Ich habe relativ früh angefangen, mit 12. Ja, trotzdem. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, weil du nichts davon erzählt hast, du hast dich noch überhaupt gar nicht behandeln lassen bis heute. Ich war mal, wo ich 16, 17 war, war das auch schon so extrem, dass meine Eltern mich mal eingewiesen haben. Mhm. Und da habe ich mir aber, dann war ich auch in dieser Bockphase, von wegen ich wollte das nicht, was, weil das Problem ist, ja, mein Zwang ist mittlerweile so stark, dass ich mir sofort helfen lassen würde. Mhm. Aber mein Problem ist, der Zwang auf diese klinischen Gebäude bezieht sich ja eben genau auf diese Psychiatrien. Nein, da gibt es doch viele Variationsmöglichkeiten. Du musst doch nicht in eine Psychiatrie unbedingt. Du musst auch vielleicht gar nicht mal in ein Krankenhaus. Du kannst es unter Umständen ambulant bei einem Psychologen machen, der völlig normal angezogen wie in einem Büro sitzt, wo du gar keine Gedankenverbindung hast zu einem Arzt oder Krankenhaus. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ja, die kamen dann, habe ich auch schon mich informiert, die meinten dann überweisen und ich muss auf jeden Fall zum Hausarzt persönlich hingehen und mir das unterschreiben lassen, dass er praktisch eine Empfehlung an die Krankenkasse gibt für Therapien. Mhm. Und dann müsste ich mir Medikamente verschreiben lassen, die dabei, also man kommt da nicht dran vorbei und das ist total schwierig. So, ich habe im Hintergrund eine Psychologin, das weißt du wahrscheinlich. Ja. So, die wird dir, ich bin sicher, dass es für den speziellen Fall, den du jetzt von dir aus geschildert hast, ja, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass du in eine Behandlung kommst, ohne diesen Weg zu gehen, der dir so Angst macht. Mhm. Wenn wir so eine Möglichkeit finden und sie dir erklären, ja, würdest du das denn dann machen? Ja, auf jeden Fall. Du musst es machen. Du musst es machen, Sascha. Ja. Ich merke auch, dass es immer schlimmer wird. Und ja, weil du isoliert wirst. Ja. Du wirst immer einsamer. Noch hast du Freunde, klar, aber du wirst ja auch mal irgendwann arbeiten vielleicht oder noch einen, ja, Schulabschluss machen oder weiß ich was. Ja. Was, wohin gehen so deine Träume beruflich? Ja, also mein Traumberuf war eigentlich schon mal Tierpfleger. Mhm. Das ist nur schwierig, weil dann auch viel mit Tierärzten und alles. Also da muss ich mich auch vor, aber oder auch Malerbereich. Ich bin relativ offen eigentlich, Hauptsache Arbeit. Ja. Ja gut, also wenn Tierpfleger ist natürlich ein toller Beruf und wenn du nehmen wir mal an, hättest diese Angsterkrankung überstanden, wäre das sicher eine ganz tolle Sache, eben auch mit Tieren zu arbeiten. Ja. So, wir werden dich jetzt zurückrufen, Sascha. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein wenig Hilfestellung geben können. Ja. Und den Rest musst du selbst machen. Ja. Aber du bist ein junger Kerl und ich glaube, du schaffst das auch. Ich hoffe auch. Alles Liebe, alles Gute von Herzen. Wir rufen dich gleich wieder an. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Und weiter geht es mit Nicole. Und Nicole ist 25 Jahre. Hallo Nicole. Hallo. Hallo Nicole. Um was geht's bei dir, Nicole? Ich lebe seit 10 Jahren in einer Beziehung und bin halt erst 25 Jahre alt. Also ich war relativ jung gewesen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie irgendwas verpasst habe. Also ich bin eigentlich recht glücklich in der Beziehung. Mhm. Aber das ist deine erste Liebe, kann man sagen, ne? Ja, meine erste große Liebe. Ja. Mhm. Und für ihn auch? Nein. Wie alt ist er? Jetzt ist er 31. 31, ja. Er hat schon ein bisschen Erfahrung vorher sammeln können. Genau. Ja. Jetzt hast du das Gefühl, dass du was versäumst. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasst habe in der Zeit. Was denn? Ich weiß nicht. Irgendwie Partys oder so, austoben. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, obwohl ich gar nicht so sehr das Verlangen danach habe. Lebt ihr denn sehr, ich sag mal, sehr brav und sehr zurückgezogen? Und ja, genau. Ja, ihr wohnt zusammen, klar. Ja. Gibt's Kinder schon? Nein. Nee. Nein. Wie würdest du denn deine Verbindung oder dein Gefühl zu deinem Freund, deinem Partner beschreiben? Also es ist, ich denke mir, dass es mittlerweile einfach nur noch die Gewohnheit ist, dass man zusammen ist. Mhm. Obwohl ich es mir auch gar nicht vorstellen kann, ohne ihn zu leben. Also es ist wirklich ein sehr liebenswerter Mensch. Den möchte ich auch noch bis zum Rest meines Lebens bei mir haben. Mhm. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen, also jetzt ohne ihn zu leben. Mhm. Wobei man ja auch wirklich berücksichtigen muss, wenn man in dem Alter, in dem du warst, wenn man dann 10 Jahre mit jemandem zusammen ist, ist das eine Ewigkeit. Quasi dein gesamtes erwachsenes Leben, was du bisher so gelebt hast, hast du mit ihm verbracht. Da fällt es natürlich auch schwer, so theoretisch sich vorzustellen, wie wäre das, wenn er nicht mehr da wäre. Genau. Leidenschaft, gibt es die noch? Meinen Sie sexuell gesehen? Zum Beispiel. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Also ich bin gerade erst eigentlich dabei, meine Sexualität zu entdecken, richtig. Aha. Wie kommt das jetzt erst? Wenn du so lange mit ihm zusammen... Weil ich jetzt erst in Therapie bin, deswegen. Aha. Gab es irgendwelche schlimmen Vorfälle in deiner Kindheit? Nein, es hat zwar schon was mit der Kindheit zu tun, aber das lag irgendwie daran, dass ich nie Liebe genossen habe oder so und dadurch halt mich auch nicht offen den Menschen zeigen kann. Ich kann keine Gefühle annehmen. Ach so. Und deswegen habe ich halt auch keine sexuellen Gefühle. Heißt das, dass du viele Jahre mit deinem Partner zusammen warst und ihr habt keine Sexualität erlebt? Wir haben schon Sex gemacht, aber es beruht halt noch Einseitigkeit. Also ich habe es halt über mich ergehen lassen. Ja. Und wusste er das? Ja klar, er weiß das. Er weiß das. Er hat auch Rücksicht drauf genommen. Also das ist eigentlich kein Problem bisher. Und jetzt bist du in einer Phase, wo du die Sexualität entdeckst. Ja, seitdem ich jetzt in der Therapie bin, fängt es erst langsam an. Ja. Hat das damit vielleicht auch was zu tun, dass du so denkst, ich habe vielleicht auch was versäumt, ich habe mich nicht richtig austoben können, keine Erfahrung sammeln können bisher? Auch zum Beispiel im Punkt der Sexualität? Ich bin da gar nicht so scharf drauf, jetzt irgendwie großartig mit anderen Männern Sex zu haben. Mhm. Aber es kann durchaus sein, dass die Therapie mich lehrt, dass ich irgendwie irgendwas vermisse. Wie sieht dein Partner das denn? Ist der rundherum zufrieden mit eurer Beziehung? Bis auf die Sexualität, ja. Achso, die ist nach wie vor für ihn nicht so dolle. Ja klar, ich meine, zurzeit ist es so ein Teil der Therapie, dass wir halt keinen Sex machen dürfen. Mhm. Und da hat er auch schwer dran zu nagen. Mhm. Fällt natürlich uns beiden schwer. Mhm. Wenn du sowas äußerst, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, irgendwie was versäumt zu haben, was man natürlich auch nachvollziehen kann, finde ich, wenn man so jung zusammenkommt. Es gibt sicher Pärchen, die sagen, nee, das ist genau unser Ding. Aber ich glaube, die Mehrheit der Pärchen, die so früh zusammenkommen, haben über kurz oder lang genau dieses Problem, was du gerade geschildert hast. Und oftmals zerbrechen diese Beziehungen dann auch, weil die Leute einfach noch andere Dinge machen möchten oder sich auch weiterentwickelt haben und dann ganz anders drauf sind. Hast du mit dem Gedanken schon mal gespielt, dass du eventuell eher diese Beziehung verlässt und eben mit deinem Freund vielleicht nur noch eine freundschaftliche Beziehung pflegst? Habe ich schon gespielt mit dem Gedanken, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich könnte das auch nicht alleine leben. Also ich habe noch nie alleine gelebt unter anderem und das wäre halt eine ganz neue Erfahrung. Und ich meine, ich mag die Menschen total gerne und ich weiß nicht, wenn ich Schluss mache, ob wir dann freundschaftlich dann überhaupt noch zusammen sind. Ob das geht, ist immer die große Frage natürlich. Das ist die große Frage. Meistens geht es ja nicht. Manchmal geht es schon. Oder es könnte natürlich auch sein, dass du dich neu verliebst.
kann auch passieren. Das könnte auch passieren. Und das würde, glaube ich, die Revolution in deinem Leben auslösen, das Erdbeben. Weil dann kommen ganz neue Gefühle in das Bewusstsein, in das Herz rein, die alles durcheinander bringen und durchrütteln. Natürlich, also ich sag mal so, ich befürchte es ja auch, dass es passieren kann, dass ich mich anderweitig verlieben kann. Mhm. Andererseits, ich will diesen Menschen um mich herum haben, also ich will den gar nicht loslassen. Mhm. Ja, sagst du jetzt im Moment, das ist auch verständlich, wie gesagt, weil ihr so lange zusammen seid. Ich finde es sehr schwierig in deiner Situation, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wo man sagt, eigentlich ist es ehrlicher mir gegenüber und auch meinem Partner gegenüber, wenn wir uns trennen, weil ich eigentlich unzufrieden bin, wenn ich tief in mich hineinhorche, weil ich eigentlich irgendwelche Sehnsüchte habe, die ich noch erfüllen möchte. Ich bin ja erst 25 Jahre alt. Das finde ich schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Vielleicht ist es noch nicht so weit bei dir, vielleicht wird das noch eine gewisse Weise dauern. Vielleicht bringt die Therapie auch noch neue Aspekte für dich mit in diese ganze Thematik hinein. Das Problem ist ja auch, dass er halt auch schon 31 ist und der hat mich ja schon mehrere Jahre gefragt, ob ich denn wirklich so zufrieden bin mit der Beziehung, weil er halt nicht mehr so die großen Chancen hat auf einer vernünftigen Beziehung weil er halt schon was älter ist. Also wenn er 31 ist, hat er schon noch Chancen, also habe ich mal nicht so die Sorge. Die Gedanken würde ich mir nun mal nicht machen. Entscheidend, Nicole, ist was in deinem Herz vorgeht. Ich habe den Eindruck, dass die Entwicklung dahin geht, dass du über kurz oder lang dich von deinem Freund trennen wirst. Diesen Schritt werde ich nie wagen können. Also da habe ich einfach auch nicht den Mut dazu. Mhm. Ich mag ihn total gern. Vielleicht ist da auch noch Liebe im Spiel. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist die Zeit auch noch nicht reif so. Seit wann empfindest du das denn so, dass du so eine Unzufriedenheit hast? Schon seit 2-3 Jahren. Mhm. Ja, aber manchmal brauchen gewisse Dinge einfach so eine Entwicklung und dann kommt plötzlich der Tag oder ein kleines Ereignis und dann wird es einem schlagartig klar und dann sagt man, ja, es wird so sein. Du hast ja jetzt schon deine Gedanken da drauf und du beschäftigst dich ja schon damit. Das heißt, letztendlich sind das ja schon Vorbereitungsphasen, wenn man von jemandem geht. Also ich nehme es einfach rundherum ernst, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, ich habe was versäumt oder ich versäume was und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich nur noch so als gute Freunde miteinander zusammenleben, aus Gewohnheit miteinander sind. Wer weiß auch, wenn ich, sag ich mal, die Beziehung verlassen würde, ob ich dann das auch bekomme, was ich letztendlich vermisse. Das weiß man nie. Das ist das Risiko. Du kriegst nie eine doppelte Versicherung, wenn du Schritte unternimmst. So kannst du auch nicht ans Leben rangehen. Dann bleibst du immer auf der gleichen selben Stelle stehen, wenn du nicht gewisse Dinge riskierst. Also ich würde sagen, Nicole, wenn der Gedanke ist da, die Thematik ist in deinem Kopf, aber es ist noch nicht so stark, beobachte dich einfach noch eine Weile und ich bin sicher, dass sich die Dinge von alleine regeln werden und fügen werden. Irgendwas in dir wird irgendwann sagen, so muss es jetzt sein. Ich bin ganz sicher. Okay. Dann wünsche ich alles Gute. Ja, danke schön. Von Herzen. Tschüss. Tschüss. Die Silke ist hier. Die Silke ist 35. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silke. Um was geht's? Ja, ich habe dich vor ein paar Jahren schon mal angerufen. Ich habe auch gestern versucht anzurufen. Ja, vor wie vielen Jahren? Warteschleife vor 6-7 Jahren. 6-7 Jahren, ja. Ich bin vor 10 Jahren vergewaltigt worden. Mhm. Und vor 6-7 Jahren ging es mir gut. Das habe ich dir auch erzählt, wie gut ich damit klarkam. Mhm. Ja, und jetzt hat mich das alles eingeholt. Inwiefern? Ich gehe nicht mehr auf die Straße. Ich habe Panikattacken, Angstzustände. Schwere Depressionen. Die Vergewaltigung liegt jetzt 10 Jahre zurück, sagst du? Ja. Ungefähr. 96 war das. Also 11 Jahre eigentlich schon. Hattest du damals irgendwas Psychologisches unternommen? Ja. Ich war in der Klinik gewesen. Ja. Ich hatte das Glück, ich hatte eine Kur beantragt wegen gestörtem Essverhalten. Mhm. Und ich hatte den Termin schon 2 Wochen später. Und das ist also 2 Wochen, bevor ich den Termin hatte, passiert. Dann bin ich da gleich hin und die haben das natürlich gleich behandelt. Mhm. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, dann ging es dir eigentlich ganz gut. Mir ging es richtig gut. Ich habe das total verdrängt, total. Es war mir egal. Es war immer wie so ein Film, der abgelaufen ist bei mir. Als wenn ich das gar nicht erlebt habe. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wie ich das so meine. Kannst du mir vielleicht nochmal ein paar Sätzen den Hergang schildern, wie das damals passiert ist?
mache ich. Ich bin im Auto gefahren, da lag ein Radfahrer auf der Straße. Ich wollte dem Radfahrer helfen, bin ausgestiegen und dann kam von hinten jemand mit einer Waffe. Das war so eine Falle. Das war eine Falle. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Dieses Bild habe ich wirklich vor Augen, als wie du, wo du es jetzt gerade erzählst. In der Tat. Es war abends. Ja, nachts. Mhm. Ja. Und du bist dann von zwei Männern vergewaltigt worden? Ja. Ja. Und hast du dich denn alleine nach Hause dann oder zur Polizei oder irgendwo hingerettet? Ich bin ins Auto gestiegen danach. Ich war stocksteif. Mhm. Ich habe einfach stillgehalten. Ich bin ins Auto gestiegen und bin gleich zur Polizei gefahren, habe gleich die Anzeige gemacht. Mhm. Bist du dann auch in ein Krankenhaus gefahren? Ich bin gefahren worden. Gefahren worden, ja. Genau. Und die haben mich dann nach Stunden, nachdem sie mich dann ja angesprochen haben, was denn war, ich musste das alles erzählen. Mhm. Und habe ganz lange gewartet. Und es war auch eine Ärztin zwischendurch da. Mhm. Da musste auf einer Stadt, musste dann die Kripo kommen, weil in dem Ort, wo ich wohnte, war keiner. Also das war der Nachbarkreis. Mhm. Und dann kamen die erst nicht. Und dann irgendwann sind die dann in Morgenstunden gekommen. Und morgens vormittags war ich dann erst im Krankenhaus und musste dann noch meine Sachen abgeben, in so Papiertüten packen, abgeben. Ja, im Krankenhaus haben sie das dann festgestellt, dass das so ist. Haben Abstriche gemacht, wie das so das normale Prozedere. Aber alles nach sehr schweren 10 Stunden, die vergingen. Ja. Das war ganz schlimm für mich und mein Ex-Mann damals, das hatte ich dir auch erzählt, dass ich da noch da war ich noch verheiratet, als ich bei dir angerufen habe. Die Polizei sagte, holst du mich ab und holen sie ihre Frau ab und er hat gesagt, nein, ich kann jetzt nicht, ich muss zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob du das Bild noch hast. Ich weiß nicht, ob du warst zu der Zeit mit ihm noch zusammen, richtig? Ja. Ne? Wie lange warst du danach mit ihm noch zusammen? Drei Jahre, vier Jahre. Also richtig zusammen und danach ist er noch in eine andere Stadt gezogen. Das konntest du ihm verzeihen, dass er dich da allein? Nein. Nein, daran ist das alles im Endeffekt auch kaputt gegangen. Mhm. Du hast ja Strafanzeige erstattet? Ja. Sind die Täter gefasst worden? Nein. Bis heute nicht. So, dann ging es dir einige Jahre ganz gut, du hast es verdrängt. Ja. Und seit wann ist es jetzt wieder schlimm? Also so richtig schlimm seit einem Jahr, aber man merkte schon so seit 2 Jahren, dass ich nicht mehr nachts raus... Es fing an, dass ich nachts nicht mehr rausgegangen bin. Sobald es dunkel wurde, hatte ich Angst, alleine rauszugehen. Und das war Schleichen, also das kam nicht von heute auf morgen. Ich weiß auch, was es ausgelöst hat. Also mein Tipp jetzt so für mich, was es ausgelöst haben könnte, ist dieser Gedanke, dass meine Tochter jetzt in die Pubertät kommt. Ach so, das kann natürlich sein. Ne? Das kann natürlich sein, ja. Das ist, weil ich halt auch Angst habe, dass ihr was passiert. Ich habe panische Angst um sie. Das finde ich eine sehr, sehr schlüssige Überlegung, ja. Und lebst du in einer Beziehung im Moment? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht? Nee, das geht gar nicht. Du lebst mit deinem Kind alleine? Ich habe 2 Kinder. 2 Kinder. Ich habe danach noch mal eine Beziehung geführt und noch ein Kind bekommen. Also alleinerziehende Mutter? Ja. Ich gehe nicht mehr alleine einkaufen, auch tagsüber nicht mehr. Es muss jemand mitgehen. Die meisten Sachen erledigt mittlerweile meine Tochter. Wie alt sind die beiden Kinder? Die Große, die ist jetzt 13. Und die Kleine, die kommt jetzt in die Schule. Das heißt, das ist für die Kinder auch eine belastende Situation? Ja. Du gehst tagsüber selbst tagsüber kaum mehr raus? Nee, ich habe Rente beantragt, ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich bin zum Schluss nicht mehr zur Arbeit gegangen, weil ich Panikattacken auf dem Weg hatte. Ich saß im Auto. Ich fing an zu zittern, hatte Schweißausbrüche. Ich kam nicht mehr weiter. Es ging einfach nicht. Ich kann mir noch nicht mehr erklären, warum. Ich weiß auch nicht, wovor ich Angst habe. Das ist einfach... Ich höre es ja auch in deiner Stimme. Jetzt, während du das erzählst, auch gerade die Tat erzählt hast, als wäre es gestern gewesen. So ist es, ne? So kommt es alles wieder hoch, wenn du... Sprichst du oft mit jemandem darüber? Nicht mehr, nein. Ich habe auch dieses... Es ist so... Ein bestimmter Geruch damals gewesen. Es war ja auch Sommer. So ein gewisser, es war etwas feucht und die Erde auf den Feldern, die roch so eher, es roch so kernig. Sag ich Wenn ich so einen Geruch in der Nase habe, dann schmeckt mir alles zu. Ja, verstehe ich. Und du hast den Eindruck, dass es dir eigentlich immer schlechter geht? Ja. Ja. Also ich habe jetzt die Rente beantragt. Ich war jetzt letztens beim Gutachter. Ich habe noch kein Ergebnis. Ich weiß nicht, wie ich mein Leben auf die Reihe kriegen soll. Ich kriege noch nicht mal hier in der Wohnung was hin. Ich
bin völlig, völlig daneben. Ich bekomme Medikamente. Ja, das wäre jetzt meine, wär's direkt meine Frage gewesen. Was tust du dagegen? Ja, ich habe, also ich habe, ich bin auf der Warteliste beim Psychotherapeuten. Auf der Warteliste? Ja. Mhm. Ich war im Anfang des Jahres war ich in der Psychiatrie, also in einer teilstationären, also Tagesklinik, morgens um 8 bis nachmittags 16 Uhr für einige Wochen. Und bin dann, hab jetzt Kurse da beantragt. Hat diese Tagesklinik dir was gebracht? Nein. War aber auch eine ganz doofe Situation, weil wir jemanden da haben, der Gewalt gegen Frauen ausübte, und war ganz schlimm. Also die hatten jemanden da? Ja, der da therapiert wurde. Der war aus der geschlossenen in die Tagesklinik. Und das war so eine Art Gruppentherapie dann? Eingegliedert zu werden in sein Leben. Ja, und das war so eine Art Gruppentherapie dann, die du... Ja. Ja, das ist natürlich absurd, das kann man natürlich nicht machen. Ja, ich war nicht mit ihm in einer Gruppe, aber die Leute reden halt untereinander. Mhm. Da kriegt man das dann auch mit. Mhm. Der war nicht unfreundlich mir gegenüber, der hat mich nie angegriffen. Mhm. Der war sehr nett, aber... klar, aber verstehe ich. Dieser Gedanke alleine, dass er so getan hat, ne? Ich glaube, das Ado ist immer bei diesen ganzen Psychosachen, die man machen kann, dass man die richtige Therapieform wählt. Daneben ist natürlich das Allerwichtigste, dass man die richtige Therapeutenpersönlichkeit findet. Aber die Form der Therapie ist auch unglaublich wichtig. Für einen ist die Verhaltenstherapie das Beste, für die anderen eine Gruppentherapie, für den anderen eine Analyse oder weiß ich was alles, was es da so gibt. Ich lasse keine Menschen an mich ran. Also auf Entfernung schon. Ich kann mit denen telefonieren, ich kann mit denen übers Internet kommunizieren. Aber wenn ich jemanden in meinem Umfeld habe, ich lasse den nicht mehr ran. Aber du könntest so, ich meine so von mit 1-2 Meter Abstand könntest du vor einem Therapeuten sitzen. Ja. Das ginge. Ja, aber ich lasse ihn emotional nicht mehr an mich ran. Mhm. Also ich habe Schwierigkeiten, Personen, denen ich gegenüber sitze, die emotional an mich auch ranzulassen. Das ist natürlich die große Frage. Es muss ja jetzt was passieren. Du trägst Verantwortung für dein eigenes Leben. Du bist und jung noch. Kinder. Und für deine Kinder. Ja. Und die Kleine ist noch sehr klein. Aber die andere ist auch noch, die braucht dich auch noch viele, viele Jahre. Ja. Und es wäre ja ein Desaster, wenn du völlig handlungsunfähig würdest und man dir die Kinder wegnehmen oder du in eine Klinik müsstest. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe eine Kur beantragt, eine stationäre Heilmaßnahme, in einer Klinik, die auf Angsterkrankungen auch spezialisiert ist. Und da kann ich meine Kleine mitnehmen. Die Große muss wegen der Schule, weil jetzt in Sommerferien habe ich keinen Termin mehr bekommen. Erzählst du denn dann bei diesen Therapien auch von der Vergewaltigung? Ja, weil ich denke, es bringt nichts, wenn ich mich da verschließe. Ja, aber das hört man auch öfters, dass die Frauen dann gar nicht davon erzählen, und dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Also ich reiße es an, ich erzähle nicht viel drüber. Ich versuche das Thema mal wieder wegzulocken. Aber sie wissen es. Also es ist jetzt nicht so, dass die das nicht wissen. Weißt du, was ich jetzt nur machen kann, Silke? Mit aller Vehemenz, die mir hier zur Verfügung steht, die ich habe, an dich zu appellieren, dass du alle möglichen Wege, die dir nur irgend möglich sind, irgend denkbar sind, dass du die gehst. Ich habe auch eine ganz tolle Krankenkasse, die da richtig hinter mir steht. Die haben mir sogar schon angeboten, also es gibt ja auch Therapeuten, die sind nicht kassenzugelassen. Weil irgendwie die Anzahl der Therapeuten in der Stadt voll ist, irgendwie gibt's da ja diese Regelung. Die haben mir sogar angeboten, dass sie mir einen freien Therapeuten bezahlen, wenn ich einen finde. Ja, das ist doch schon mal eine sensationelle Voraussetzung. Ja, also die sind ganz toll, muss ich sagen. Also, was hast du dir erwartet von dem Anruf hier bei mir nochmal? Ich weiß nicht. Damals ging es mir besser nach dem Anruf. Das war auch so eine Phase, wo es mir zwar gut ging, aber wo ich drüber nachgedacht habe. Und danach ging es mir einfach auch besser. Das wird natürlich jetzt nicht so einfach sein, dass nur nach einem Gespräch es dir besser geht. Denn aus diesem Gespräch muss ja jetzt was gefolgert werden. Und ich denke, es gibt vielleicht auch vielen anderen Frauen so. Und ich hoffe nur, dass sie wirklich den Weg finden und dann auch wirklich den inneren Schweinehund überwinden und sich Hilfe suchen und das nicht runterschlucken und sich nicht eingraben. Ja. Das ist ganz schlimm, wenn man sich eingibt, auch wenn man glaubt, es geht einem besser. Ja, aber das ist doch schon mal... Ja, aber das ist doch eine gravierende Einsicht, die du ja gerade schon formuliert hast. Nämlich, dass du das falsch gemacht hast. Ja, natürlich. So, das ist doch schon mal wichtig. Pluspunkt. Es ist gut, dass du es so einsiehst. Es hätte ja sein können, dass du noch so zugemauert bist, dass du das gar nicht siehst. Das ist zwar alles schmerzlich, was du jetzt weitermachen musst, aber du hast eine Erkenntnis. Und das so.
Und jetzt guckst du auf Jahre zurück, wo du was falsch gemacht hast. Ja, ich okay. habe völlig verdrängt und mittlerweile spüre ich es. Okay, das ist dieser Unterschied, den ich mittlerweile fühle. Ja, das ist jetzt schief gelaufen. Das ist bedauerlich, aber nun wollen wir nicht weiter zurückgucken. Nach vorne gucken heißt, jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Nämlich mit allen Möglichkeiten, die du hast. Und die Krankenkasse ist toll. Jetzt ist die Frage nur, was du für eine Art von Therapeut brauchst, was für eine Schule und so weiter. Ja, die haben auch sofort bei der Kur, die haben am Telefon schon gesagt, ja, wir kennen ja den Krankheitsverlauf, sind ja jetzt schon über 72 Monate krankgeschrieben. Mhm. Wir machen das mit der Heilmaßnahme. Und also die haben mir noch nie irgendwie, wenn es um sowas ging, irgendwas verwehrt. Das klingt gut. Das klingt gut. Widerruf machen, also Widerspruch gegen irgendwelche Bescheide bei denen. So, Silke, jetzt kriegst du von uns noch eine Fachberatung. Ich finde, das möchte ich hier gerne noch anbieten von meiner Psychologin. Mhm. Du kannst nur davon profitieren, vielleicht weißt du auch schon vieles, aber egal, ihr könnt ja nochmal reden. Dass vielleicht bei euch auch irgendwie noch Adressen von Therapeuten rauskriege hier in der Nähe oder so, ich weiß es nicht. Wir können mal gucken. Wir gucken mal, ob wir dir helfen können. Okay, ich danke dir. Ich wünsche dir wirklich von Herzen die Power, die du jetzt brauchst, um dich richtig nochmal in Schwung zu bringen. Ja. Wenn du an deine Kinder denkst, bin ich hundertprozentig sicher, dass du das schaffen wirst. Ohne meine Kinder würde ich nicht mehr leben. So, das ist doch ein Satz. Und für deine Kinder sollst du auch irgendwann wieder gut leben. Ja, ich möchte denen noch ein tolles Leben ermöglichen. Das geht genau. Im Moment nicht. Liebe Silke, du legst bitte auf. Wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. So, und jetzt habe ich hier noch die Stefanie. Und Stefanie ist 29. Guten Morgen, Stefanie. Hallo. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Schaffen wir es noch? Weiß ich nicht. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich 29 bin und seit 11 Jahren Single. Mhm. Seit 11 Jahren Single? Mhm, genau. Das ist lange, ne? Finde ich auch, sehr lange. Ja. Also ich würde mich eigentlich als Glückskind bezeichnen. In meinem Leben läuft alles gut. Ich habe eine tolle Familie, tolle Freunde. Aber... Gab es denn schon mal eine Verliebtheit? Ja, ich hatte schon eine Beziehung. Ach, hast du schon eine Beziehung? Ich hatte eine 4-jährige Beziehung schon hinter mir. Also da ganz früher? Ja. Mhm. So mit 19 oder so. Aber danach ist nichts mehr gelaufen? Nee. Auch kein Sex mehr? Ja, doch, vielleicht schon nochmal, das eine oder andere Mal. Ein bisschen, ja, okay, aber keine Herzensgeschichten? Nee, und der Sex war auch immer mit demselben Mann. Mhm. Was sind deine Thesen oder was hast du für eine Idee, woran es liegen könnte? Gute Frage, vielleicht, ja, ich habe Übergewicht. Wie viel? Ich wiege 130 Kilo, also bin ich schmal. Eigentlich mag ich mich doch so, wie ich bin inzwischen, aber es scheint irgendwie nicht rüberzukommen. 130 und wie groß? 1,76. Ja, ist zu viel, Stefanie. Ja. Es geht gar nicht um Ästhetik, sondern es geht einfach... Nein, ist zu viel, keine Frage. Brauchen wir auch gar nicht zu reden, das weiß ich. Mhm. Abspecken. Ob es daran jetzt liegt. Nee, das weiß ich auch nicht. Aber ich meine, das wäre schon mal ein guter Plan, das in Angriff zu nehmen. Dass das runterkommt. Ja, klar. Ich hatte neulich so einen tollen Anrufer hier. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja. Der hatte innerhalb von kürzester Zeit 70 Kilo runter gehungert quasi. Der hat einfach viel weniger gegessen. Eine Mahlzeit am Tag, zack, zack. Der hatte 190 Kilo bei einer Größe von 1,90 Meter. Ja. Und wollte jetzt ganz runter wieder. Ich weiß nicht, natürlich kann man das nicht so darauf konzentrieren, ich bin übergewichtig, also kriege ich keinen Mann, das ist ja auch Quatsch. Ich weiß auch nicht, ob sich meine inneren Werte ändern, sich dadurch ja nicht. Nee, aber vielleicht deine ganze Einstellung zu dir selbst, vielleicht bist du selbstbewusster, vielleicht fühlst du dich besser, vielleicht hast du dann auch eine andere Ausstrahlung. Tja. Also ich würde, ohne jetzt die Einzelheiten mit dir besprochen zu haben, ich höre gerade die Hintergrundmusik, finde ich das ein absolutes Ding, was du angehen musst. Da müssen wir ja gar nicht diskutieren, wie du gerade gesagt hast. Das ist auch gesundheitlich eine Frage. Definitiv. Wenn du damit jetzt noch 10 Jahre rumläufst oder so, hast du erhebliche Gesundheitsprobleme. Ja, das weiß ich. Und wer weiß, wenn die Funde untergehen, kommen die Männer. Meinst du? Na gut. Dein Wort in Gottes Ja, und wenn du, sagen wir mal, 30 Kilo runter hast, das ist ja schon ein Erfolg, 30 Kilo. Ja, stimmt. Dann meldest du dich bitte bei mir nochmal. Okay. Dann sagst du mir, dass wir vor der Sommerpause das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Gut. Vielleicht im Herbst. Ja, vielleicht im Herbst. Ne? Meine Liebe, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
So ihr Lieben, das war's für diese Woche und ja, für diese Staffel. Wir gehen jetzt in die Sommerpause bis zum 24.08. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen einen guten und einen schönen Sommer und ja, schöne Wochen jetzt. Ihr könnt, ich möchte euch noch hinweisen auf Domian unterwegs. Das läuft jetzt ab Mittwoch, jeden Mittwoch um 23.15 Uhr im WDR Fernsehen. Da gibt's dann einiges anderes von uns zu sehen. Ich wünsche euch